Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Marc an. Dieser hat über den Philips OneBlade Rasierer geschrieben, welchen er mit 4,0 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Philips OneBlade – Erfahrungsbericht. Philips OneBlade im Test. Alle Männer kennen dieses Problem. Manche lieben ihn und andere finden ihn überaus lästig. Den Haarwuchs im Gesicht. Wie mit den Barthaaren umzugehen ist, kommt darauf an, was die Rasierer so hergeben. Ob sie trimmen, stylen oder ganz wegkürzen. Es gibt gefühlt 1000 verschiedene Rasierer, die alle versprechen, der beste Rasierer zu sein. Der Philips OneBlade, von manchen sogar als Weltneuheit gerühmt, ist momentan wohl einer der populärsten Rasierer auf dem Markt. Doch kann er seinem Ruf gerecht werden und im Testvergleich eventuell sogar verteidigen? Zur Unternehmensgeschichte. Philips. Der OneBlade kommt von Philips. Im Mai 1891 wurde das Unternehmen in den Niederlanden von Vater Frederik Philips und Sohn Gerard gegründet. Schaut man sich in einem modernen Haushalt um, stößt man schnell auf etliche Philips-Produkte. Seit bald 150 Jahren konzentriert sich das Geschäft fast ausschließlich auf die Herstellung von Elektronik- und Technikartikeln. Kaffeemaschinen, Fernseher, Radios, Kopfhörer, Glühlampen, Computer und noch so viel mehr vermarktet Philips mit seiner Artikelvielfalt. Auch Innovationen und Weltneuheiten wie den ersten 3D-Fernseher ohne Brille, den ersten DVD-Rekorder, einen Fernseher im 21:9 Kinoformat und sogar eine Schallzahnbürste, die über Bluetooth das Zahnputzverhalten auswertet und an das Smartphone weiterleitet, haben wir Philips zu verdanken. Der OneBlade. Alles, was man wissen muss. Philips selbst bezeichnet ihre neuen Rasierer als die neue Art der Innovation im Bartschneider. Wie der Name schon vermuten lässt, verwendet der OneBlade nur eine Klinge für alle gewünschten Längen. Dafür erhält man mit dem Standardmodell Aufsätze für 1, 2, 3 und 5 mm. Der Elektrorasierer kommt in einem schwarzen Körper mit einer limettgrünen Rückseite. Ein Li-Ionen-Akku sorgt bei vierstündiger Ladung für eine überzeugende Laufzeit von 60 Minuten. Eine Ladeanzeige gibt Bescheid, sollte der Akku voll geladen oder sehr gering sein. Am Kopf des Apparates ist eine Schwinge eingebaut, die für eine Konturenanpassung beim Rasieren sorgt. Dabei kann die Anwendung problemlos nass oder trocken mit oder ohne Schaum erfolgen. Das Benutzen unter der Dusche ist kein Problem, da das Gehäuse wasserdicht ist. Die Klinge kommt mit einer neuen Schneideeinheit und kann dank neuester Technologie bis zu 200 Mal pro Sekunde schwingen. Zudem sind abgerundete Spitzen und eine gleitende Beschichtung verbaut, die für den Schutz der Haut sorgen. Damit ist auch das Schneiden gegen den Strich kein Hindernis. Die langlebige Klinge soll bis zu 4 Monate halten können und kann in einfacher und doppelter Ausführung nachgekauft werden. Außerdem ist der OneBlade auch noch in zwei weiteren Ausführungen erhältlich. Drei Modelle, alles auf einen Blick. Philips bietet drei verschiedene Modelle des innovativen Rasierers an. Den OneBlade, den OneBlade Pro und einen weiteren besseren OneBlade Pro. Der zuerst auffallende Unterschied ist natürlich der Preis. Vom Hersteller erhält man den normalen OneBlade schon ab 59,99 €. Und die beiden Pro-Modelle für entweder 69,99 € oder 89,99 €. Wohingegen beim Standard 60 Minuten nach 4 Stunden Aufladen zur Verfügung stehen, braucht der erste Pro nur eine Stunde zum Laden. Der zweite kann mit einer Stunde Ladezeit sogar bis zu 90 Minuten arbeiten. Das Basismodell kann den Akkustand nur über eine Leuchte anzeigen. Der günstigere Pro verfügt dafür über eine dreistufige Anzeige und der professionellste Rasierer gibt den Akkustand sogar mit der genauen Prozentzahl auf einem Bildschirm wieder. Die Optik ist jeweils variierend. Bei den beiden Pros wurde das Grün komplett weggelassen. Der bessere Pro verfügt sogar über eine eingebaute Anzeigentafel und hat einen komplett silbergrauen Körper. Als markante Farbe sorgt hier dennoch das limettenähnliche Grün der Klinge für ein sehr ansprechendes Design. Auch beim Zubehör gibt es Verschiedenheiten. Dem normalen werden die besagten vier unterschiedlichen Trimmeraufsätze beigelegt. Der erste Pro hat einen Präzisionsaufsatz, welcher von 0,5 bis 9 mm eingestellt werden kann. Beim zweiten Pro kann dieser Aufsatz sogar von 0,4 bis hin zu 10 mm verstellt werden. Außerdem liegt bei dem teuersten Modell ein Ladestand bei, mit dem man bei den Rasierern im eigentlichen Wert von 89,99 € in voller Eleganz präsentieren kann. Welches Modell ist das richtige für mich? Es ist klar zu erkennen, dass Philips dem Käufer viele Möglichkeiten zur Personalisierung gibt. Das Basismodell ist dabei gut für den gewöhnlichen Verbraucher. Der Preis von rund 60 € ist solide und die vier verschiedenen Schneideaufsätze sind auf jeden Fall ausreichend für den alltäglichen Gebrauch. Wer es etwas genauer haben will, sollte jedoch zu den Pro-Modellen greifen. Die Möglichkeiten von 0,4 bis 10 mm zu variieren, lässt noch ein breiteres Spektrum an Vielfältigkeit in Sachen Bartgestaltung frei. Für alle Männer, die gerne herumexperimentieren oder genau wissen, was sie tun, ist das Pro-Modell definitiv der richtige Rasierer. Nicht nur das Trimmen und Schneiden, sondern auch das Stylen geht hiermit viel einfacher. Ob man mit einer einzigen Leuchte als Ladeanzeige klarkommt oder gar eine genaue Prozentzahl haben möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auch die Ladestation, in der der Rasierer steht, gibt es nur im Pro-Modell für 90 €. Ich finde die Ladestation sehr gut, da der Rasierer beim Aufladen nicht irgendwo herumliegt, sondern einen festen Platz besitzt, wo er einfach immer steht.
Es ist für mich eine Frage der Organisation und der Ordnung im Badezimmer gewesen und bereue es definitiv nicht. Meine Philips OneBlade Erfahrungen. OneBlade Bewertung. Als Mann falle ich auf jeden Fall in die Zielgruppe des OneBlades. Nachdem ich OneBlade ständig auf YouTube in der Werbung sah, musste ich aus Neugier einfach zugreifen. Ehrlich gesagt ist OneBlade mein sechster Elektrorasierer. Angefangen habe ich mit einem Nassrasierer ohne Motor. Anschließend war ich schon mal bei Philips, aber diesen Rasierer habe ich so schnell wie ich ihn hatte auch wieder weiterverkauft. Anschließend habe ich mein Bartwachstum mit einer Reihe von Rasierern der Firma Braun bekämpft. Zuletzt war dies ein Elektrorasierer für etwa 150 Euro. Anfangs haben mich die 90 Euro für einen Philips-Rasierer etwas beunruhigt, da ich nicht wusste, was ich von der Qualität halten soll. Aber dann habe ich ihn für 59 Euro auf Amazon gefunden und direkt bestellt. Für den Preis musste ich es einfach testen. Das lohnenswerte Angebot besteht zurzeit noch. Die Qualität von diesem Rasierer bekommt ganz klar eine 1+. Es überraschte mich sehr, dass es nicht schmerzte oder aufgerissene Stellen hinterließ. Dabei ist es nicht wichtig, ob nass oder trocken. OneBlade überzeugt mich mit seiner Kraft und Eleganz durch und durch, ganz egal ob nass oder trocken. Mit OneBlade macht das Rasieren Spaß und geht schnell von der Hand. Philips OneBlade Review. Bester Rasierer? Philips nennt seine neuen Rasierer eine Innovation. Tatsächlich ist es ein großartiges Werkzeug für jeden Mann. OneBlade ist eine Art Allround-Tool, was das Bartschneiden angeht. Sogar Leute mit höheren Ansprüchen haben durch die Pro-Modelle eine verbesserte Option zur Auswahl. Aber das normale Modell ist natürlich vollkommen ausreichend für den Alltagsgebrauch eines jeden Mannes. Wer mit Philips OneBlade rasiert, rasiert wie ein Profi und damit ist alles gesagt. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.